Stößchen. Hi Leute, willkommen bei Teezy. Schubert. Wir kommen heute zum Best-of vom Stream. Schubert. Hört sich so ein bisschen Ding an, gell? Wie ist so Japanisch? Schubert. Wir kommen heute zum Stream. Best-of von Sonntag und Dienstag. Am Sonntag hatte ich geisteskrankes Packlack und die Mauer hat gestern geisteskrankes Packlack gehabt. Lasst einen Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da. Ihr könnt gerne auch mal unsere Partner Elgato, Level Up, VGO, Teezy Kappa, ne, übrigens, ne, Display auschecken, die eigentlich das Ganze hier auch immer möglich machen, ne. Lasst da mal Liebe da. Ich würde sagen, rein da und Schubert! Was haben wir da drin? Da ist drin, dass wir uns mal kurz die Qualität hier sehen. Drei Premier League-Spieler oder Shapeshifter. War das auch irgendwas, Chat, mit 93 plus oder gar nichts? Geht rein. 40 Sekunden noch, setzt eure Düschen. Ja, ist beendet. Du kannst. Machst ist du R3 oder? Ja, mach R3. Hast du? Ja. Jo. Okay. Mitchell, scheiße. Alisonda ist die 95 plus schon durch. Und Bernardo Silva, Alter, kein Shapeshifter. Tommy, da kannst du die nächste Wette machen, ob im nächsten Pick ein Shapeshifter drin ist. Nächste Wette? Ah, es war klar. Und wahrscheinlich jetzt wieder alles voll mit Shapeshifter. Ja, wahrscheinlich ist es so. Kann ich klar alles schon war klar, ja, irgendwie immer, ne? Machst du den normal, oder? Den mache ich normal auf. Rodri. Ruben. Der Lukas, der weiß es einfach. Der Lukas weiß es einfach. Digga, Lukas ist ja überall richtig. Das ist krank. Super Picks aber auch, ne? Super, ne? Zwei schöne 95er Tots. Klasse. Aber Chichi und Lukas. Der Mann ist überall da. Upa war super. Ja, was hat jetzt Upa gekostet? 42 Millionen Upa. Den würde ich an der Stelle wieder rausscherbeln. So, Freunde, erstes Pack. Da bist du doch. Erstes direkt da. Tommy, kannst auscashen. Oh, Fernando Morientes. Sehr schön. Abfahrt. Den nehmen wir mit. Position ist ein bisschen unnötig, aber der geht rein. Nehmen wir mit. Mach normal. Ja, normal. Oh! Du selbst. Alter, kam ganz spät. Ganz, ganz spät. Haidara. Egal, pack mal ein. Ja, nehmen wir mit. Jetzt bin ich wieder drauf. Tommy, mach eine Wette. Ist eine Brasilien-Icon dabei? So, Chat, weggucken. Hast du? Ja. Bobby Moore. Oh, scheiße. Oh, ganz starkes Ding, Chat. Ganz starkes Ding. Alter, viele sind auf Nein. Ganz stark. Alter, will ich gerade mal so klicken gerade. Viele sind auf Nein. Ah, Alter, der letzte Teil. Der letzte war ein richtig Streifer. Oh, da hat einer 200.000, der wird reich. Oh, Lukas, rutsche Gange. Lukas hat schon 500.000 versetzt. Und was ist im letzten nochmal drin? Er kommt immer wieder zurück! Er kommt immer wieder zurück! Immer wieder! Gibt's ja gar nicht! Er kommt einfach immer wieder kommt er zurück! Ja, wie viel Runde hast du schon gezogen? Ich weiß es nicht. Das gibt's wirklich nicht. Ach du Scheiße, 3,1 Millionen! Aber nehmen wir Bobby Moore, oder? Safe! Der wäre ja schon geil gewesen. Der wäre wirklich schon fett gewesen. Aber das Ding, Chat, ist ja andere Liga. Andere Liga. Und er ist wieder back im Verein. Jetzt haben wir schon Baby, nee, mit Prime. Und den da gezogen. Das ist ja wirklich krass. Das kriegt einfach einen Pingel für den Schock. Zu krank, Chat. Zu krass. So, dann müssen wir erst zu den Picks gehen, weil sonst kann man das Projekt hier. Sind sie laut sein, sind sie mal Geringverdiener. Ja, leise. Tommy, Wette. Genau, ich würde schon sagen, wir haben hier, das sind ja die ganz große Kavenzmänner. Wir machen zu jedem Pack für euch Packsüchtigen. Jedes Pack wird eine Wette. R3, machen wir R3. Mach mal R3 oder du was? Ich sag, da hast du ja ein bisschen verkackt auf die Wette, ne? Also mach das als deine. Ich mach R3, Chat. Summer is magic. Oh nein, wenn es mit einem Pirat losgeht, ist es nie gut. Nie gut. Immerhin Modric. Mutz. Immerhin Toti Nomine, ne? Sag ich dir, wie es ist. Langt aber nicht. Ja, langt aber nicht. Den nehmen wir nochmal mit. Den nehmen wir eher den damit, oder? Als den Goretzka. Werden alle beide in der SBC landen. Okay, Chat. Aus. F. Werde beendet. Okay, du sagst an. Bin drauf. Van Dijk, geile Karte übrigens. Geile Karte. Hat aber keinen Bart und ist der sogar noch sowas wert? Ja, was heißt denn, hat keinen Bart? Das ist jetzt auch schon Ausdefinierungssache. Oh. Er hat schon eine Ziegebärtchen. Aber ich sag's euch, wie es ist, ich löse die Wette auf. 82k übrigens. Aktuell kann ich noch nicht definieren, ob Van Dijk ja, einen Bart hat. Ja, ist schon ein Bart eigentlich. Nein, weiß ich schon nicht. Weiß ich schon nicht. Klar hat er einen Bart, können wir alle rummeckern. Bleibt ganz entspannt. Keiner kann die Zweier sagen.
Zählt nicht. Also aktuell, was denn großer, bleibt in der Schwebe. Dumfries, sind wir uns einig, hat kein Bart. Glatt rasiert wie ein Babypopo. Glatt rasiert. Sind wir uns einig, hat Dumfries ein Bart? Ja oder nein? Ich nehme den Hate jetzt komplett auf mich. Nee, hat keinen. Okay, sind wir uns alle einig. Beide mit dem Ziegebart. Oh, Diego, oh, oh. Carlos. In deiner Haut möchte ich denken, du hast gehofft, dass noch eine klarere Entscheidung kommt. Ich habe gehofft, da fällt eine klarere Entscheidung. Tommy, mach dich bereit für die Wette aufzulösen. Ich habe mich mit meinen Geschworenen besprochen. Ich werde das Urteil in 5 Sekunden sprechen. Das Urteil fällt. Van Dijk und Diego Carlos zählen als Bart. Ist durch. Hast du? Jetzt. Oh. Geile Karte auch? Geiler Typ. Saugeile Karte. Anthony hat kurze Haare. Bin ich bei dir? Bin ich absolut bei dir? Bin ich kurzer. Der hat lange Haare. Emil Forsberg hat lange Haare. Der hat dich rausgezogen, Digga. Emil Forsberg. Der hat dich rausgezogen. Hat geangelt. Es ist noch ein Spieler dabei mit langen Haaren. Der war safe. So. R3. R3. Hast du? Ja. Ich hab. Luis Alberto, Größe 1,83. Müssen wir drüber reden? Also selbst mit Fußballschuhe kommt der Bratan nicht auf 1,90. Was scheiße. Ich bin schon weiter. Vor allen Dingen, was für ein schlechter Pick ist denn das bis jetzt? Bei Wikipedia steht er 1,90 groß. Digga, was war das? Hast du da aufgemacht? Was war denn das? Hä? Garantiertes Infopack oder was ist denn das? Was war das? Chat mal ein ganz dickes F da rein. Vor allen Dingen nur Winzlinge auf. Niklas Mühl, dankeschön. Was, Bruder? Ich hätte auch eine ganz geile Wette. Hat ein Spieler da drin einen 94er Stat oder höher? Bin ich gespannt. Oh, Korea. Gerade die Picks werden aber gerade sehr schlecht, ne? Also, da sind wir uns einig, ist nichts dabei. Oh! Da sind wir uns einig, da ist nichts dabei. Oh! Da sind wir uns einig, da ist nichts dabei. Jungs, was sind das gerade für bodenlose Picks? Hast du den nicht mitgenommen? Da steht noch vorne, ja, ne? Tommy, kannst du auscashen, da ist nichts dabei. Nimm mal Korea mit. Hat ein Spieler von den drei, macht er eine lustige Grimasse. Lustig wäre jetzt zum Beispiel Korea in meinem Ansicht. Modric wäre nett, Luis Alberto wäre nett, Bellingham wäre lustig, Van Dijk wäre nicht. 50-50 fahre ich die Wette ins okay. Ziel. Okay, ich guck weg. Guckst du weg? Ja, du sagst an. Ja. Ah, es muss nach vorne auf das Spieler-Video gehen. Bringt mich nicht zum Lachen. Nee, guck doch normal. Ja, dich zum Schmunzeln nennen. Also, die Karte an sich bringt mich zum Schmunzeln, was scheiße ist. Ja, da war ein Schmunzler. Nee, der bringt mich nicht zum Schmunzeln. Weiß ich jetzt nicht. Alter, schwierig. Alter, war kein Schmunzler. Ich hab gelacht. Hast du gelacht? Weil er so glücklich guckt. Nee. Okay, lass doch was im Raum stehen. Lass mir aktuell im Raum stehen. Ist es lustig? Lass mir im Raum stehen. Alisson selbst in seiner Auge. Tommy, ich sag's euch, wie es ist. Auch wenn ein bisschen, die Wette wird auf Nein ausgelöst. Die wird auf Nein ausgelöst. Nein, da war keiner dabei. Oh. Da war keiner dabei wie vorhin, Bellingham oder der andere. Zeig ich euch, wie es ist. Nein, es ist keine lustige Grimasse. Ein Torjubel, weil er glücklich ist, oder Alisson, weil er lacht, zähle ich nicht als lustige Grimasse. Muss ich euch wirklich sagen. Hat einer was... Aber mach so ein bisschen was von polarisiert, bitte. Ein blaues Trikot an. Ich sag dir, die ganzen Belieferer, die neuen 38%, die mir durchgehen. Siehst du selbst, dass du scheiß Wette war? Das war eine Top-Wette. Wir können ja von der Top-Wette reden, wenn sie 38,62 hat. Guck lieber weg. Hab weg. Okay, ich hab gedrückt. Also, Jack Grealish, erstes Mal geile Karte. Geile Karte, klatsch ich sogar ab für den Bruder. Ja, geile Karte. Wer ein so, blaues aber Trikot. Aber ist es jetzt blau, ne? Also haben die Leute ja gewonnen. Nein, wir haben doch... Bist du jetzt komplett durch? Wir ja, reden du hast doch gesagt blau. Rot. Auf eben hast du doch gesagt blau. Nein. Rot. Ah, oder, okay. Also die Maus ist jetzt ja komplett von der Rolle, ah, nee, ne? Okay, das habe ich jetzt so irgendwie nicht mitgekriegt. Okay, krass. Muss man auch mal zuhören. Ah ja, wieder blaues Trikot. Die Leute haben Doppellack. Meister, du müsstest lesen können, es ging um ein rotes Trikot. Ach, aber wirklich? Auch, oder? Oh, aber ist er hart. Und es ist ein rotes Trikot, Digga. Es ist ein rotes Trikot. Erstmal geiler Player-Pick. Aber leider, Zaha hat ein gelbes Trikot. Was? Blau, blau. Wie kann es sein, dass es gelb? Tommy. Wie kann es sein, dass es gelb Tommy, ist? Nein, es ist kein rotes Trikot dabei. Chat, das ist bodenlos. 72k. Wir können mal Grealish mitnehmen, weil wir den schon haben. Safe rot. Ach, das ist doch kein rot. Das ist gelb. Willst du mal überlegen? Ganz klares Gelb. Tommy, cash aus. Das ist ein gelbes und zwei blaue. Rotes Trikot, da hat eine rote Streife da drauf.
Ich hätte auch schon wieder eine gute. Hast du eine gute? Kannst du mir sie ausleihen? Ob ein Spieler vom Seitenprofil zu sehen ist. Boah. Das ist eine gute Auslegung. Das ist gut. Da gehe ich rein. Da gehe ich rein. Scheiße, es gibt jetzt so viel Hate, ne? Bist du raus? Ja, bin raus. Du sagst. Ich hab gedrückt. Meiner Meinung nach bisschen Spielraum. Kopf ist nicht komplett symmetrisch zur Karte. Könnte auch ein Seitending sein. Das ist doch kein Seitenprofil. Guck mal, aber ist ja nicht wie so beim biometrischen Passbild, ne? Rossesar hat die Hand davor. Es wäre Seitenprofil, hat die Hand davor. Kann ich nicht beurteilen, ne? Das sehe ich nur eine Hand. Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen? Ich hoffe nicht, dass es was Klares kommt. Ach du Scheiße, das wird jetzt eng. Also ich sag's dir ehrlich, für mich ist hier keine klare Seitenprofilansicht dabei. Tommy, Cash an alle zurück. Jeder kriegt sein Geld wieder. Die Wette war zu hart. Jeder kriegt sein Geld wieder. Keiner macht Verluste bei der Wette. Die hätten wir klarer definieren müssen. Sag ich euch, wie es ist. Schade. Schade. Ja, perfekt. Sieht man bei einem der drei Spieler die Zähne? Hier siehst du die Zähne, hier siehst du die Zähne, siehst die Zähne, siehst keine Zähne, siehst keine Zähne, siehst die Zähne, siehst die Zähne. Oh, sieht man Zähne? Siehst die Zähne, ja. Siehst die Zähne. Sieht man die Zähne? Das Ding ist durch. 5,1 Millionen. Du hast einen wütenden Mob auf einer Seite sitzen. Okay, Chad, wartet. R3 drücken? Ja. Weiß ich nicht. Ganz klare Zähne schon. Sagst du? Ganz klare Zähne, Chad. Guck erstmal weiter. Ganz klare Zähne. Ganz klare Zähne. War eine Scheißwette. War eine ganz große Scheißwette, sage ich euch ehrlich. Keine Zähne. War eine ganz große Scheißwette, Chad. Ich weiß jetzt wirklich, ob man die Zähne da so sieht. Könnte auch ein Pixelfehler sein, aber okay. Müllwette, ehrlich. Sieht man die Hand auf dem Bild? Das ist ein Banger. Große Stirn, ja oder nein? Das ist ja... eine böse Auslegungssache. Ja, was soll das sonst ist, sein? Diese Ecke hier unten ist ja auch... Ist dann auch ein Finger da unten? Das ist doch auch kein Finger. Ja, aber guck doch mal, da wäre das doch auch hier auf den das Karten. Das Eck ist doch auch da, aber die haben das doch mehr reingeschnitten bei ihm. Guck doch mal, dieser Fade-Effekt. Ah, natürlich ist seine Hand wie Trottel. Guck mal, da oben. Da oben ist die Hand. Scheiße, Digga. Scheiße, und dann guck alles da drauf. Ich denk so, hä, wo soll denn eine scheiß Hand sein? Okay, haben wir definiert. Und du hast die Wette aus Cash und diskutiert. Alter, ich hab den nicht gesehen, ne? Jetzt sehe ich es ganz klar. Ich habe nicht gesehen. Gut, bleib doch entspannt, Jungs, das sind nur Wetten. Atmet mal durch, alle. Was ist denn da los? Wir gehen rein. Warte mal. So, ich will jetzt noch gucken. Okay. Du kannst. Ja, ich bin drauf. Also ich sag mal, aus meiner Sichtweise ist keine Hand drauf. Ich guck nochmal. Nee, keine Hand. Keine Hand. Sind wir uns alle einig, oder Chat? Ist keine Hand. Seitenprofil aber, ne? Das wäre jetzt der klare Spieler eines Seitenprofils. Das wäre wirklich perfekt. Ja. Man sieht nur ein Auge. Ja. Das hätte man so definieren müssen. Sonny Nato, den haben wir zwar schon dreimal, aber ganz stark. Was ist denn Son noch wert, Chat? Und Son keine Hand? Da bin ich mal gespannt. Heum in Son. 190k noch. Keine Hand, aber Zähne. Strahlend weise. Keine Hand. Ich sag jetzt nichts Falsches, aber ich sehe nichts. Keine Hand. Nein, da ist keine. Geht gleich nochmal raus, dass wir nochmal bei die drei Karten entspannt gucken können. Er hat jetzt schon ausgecashed, aber ja, man sieht es auch nicht. Nix. Da ist keine Hand. Da ist nichts. Keine Hand drin. Keine drin. Schade. Ist durch. Ja. Die Kleine. Ich geh rein. Okay, ich mache R3, ne? Sieht ja. Bist du? Ja, bin. Kann ich? Hab gedrückt. Also, du und der Kollege, ihr zwei, ihr habt irgendwas, ne? Läuft bei uns so. Schlecht halt mal. Davis als Stürmer. Davis ist sehr geil. Kostet, glaube ich, leider nichts mehr, aber... Nehmen wir mit, oder? Oh, wow. Ah! Ja! Oh mein Gott! Du Macher! Hey, was hast du denn da rumgeklickt? Bist du falsch? Ich hab's rumgeklickt. Oh mein Gott, Chet! Was? Big Beat, Digga! Junge, der ist mehr weg wie ein Rullet! Ich bin nur... Es sind vier, Chat, es werden drei! Und oh mein Gott! Boah, 3,8 Millionen! Oh, wie ist das schön! Alter, es ist mehr weg wie ein Rullet! Rullet mehr? Rullet mehr? Ach du Scheiße! Ich wollte es nicht so unhöflich, das war gerade die Emotion. Das ja. Rullet wollte ich nicht kennen. Rullet ist auch stark. Aber Marcello ist noch stärker. Danke, danke. Junge, krank. Aber ganz ehrlich, deine Lost hätte dir eigentlich gerade links und rechts auf die Backe gehauen. Ist halt wirklich so einfach, ne? Ich guck gerade rum, denke, was schreit denn der? So wichtig, Junge, Alter. Einfach Marcello. Das ist eine Krone heute. Das ist eine Krone eigentlich. Der Stream ist heute einfach der Wahnsinn. Der Stream ist heute maximal.